Die Atemmaske polarisiert auf der ganzen Welt, gerade bei der Hitze, wie sie derzeit vorherrscht. Die einen halten sie für einen wichtigen Schutz im Kampf gegen Viren und Bakterien und die anderen halten sie für gesundheitsschädlich. Heute werden wir uns mal genauer mit dieser Atemmaske auseinandersetzen und wir werden uns auch anschauen, wie man generell gesünder atmet. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Wenn man zu wenig Sauerstoff im Körper hat, dann ist das eine ernste Sache. Und davor haben viele Menschen berechtigterweise Angst. Ein hypoxischer Hirnschaden aufgrund von Sauerstoffmangel ist da nur eines von vielen Schreckensszenarios, was auch derzeit vermehrt durch das Netz geistert. Die Hirnzellen sterben für immer ab und am Ende steht das Wachkoma und bei Nichtbehandlung auch der Tod. Die Meinung, dass die Atemschutzmaske nicht zu einem Sauerstoffdefizit führt, oder eben doch, kann man sich, je nachdem was man sucht im Internet, ja, zusammensuchen. Confirmation Bias. Du findest für das eine und für das andere genug Argumente. Aber darum geht es heute nicht. Weil ich einfach weiß, dass Menschen derzeit hoch emotionalisiert sind beim Thema Corona und Atemschutzmaske und nur noch Schweißdenken. Ja. Schwarz oder Weißdenken. Das Tolle ist, es gibt ein Gerät, was die Sauerstoffsättigung im Blut misst. Das bedeutet, wenn du Angst hast, dass dir die Atemschutzmaske dir den Sauerstoff raubt, dann solltest du das tatsächlich überprüfen. Es ist derzeit für den sich nicht aus Primärquellen informierenden einfach unglaublich schwer, Vertrauen auf die Meinung eines Experten aufzubauen. Selbst der wohl einflussreichste Virologe derzeit, der Herr Drosten, der widerspricht sich mehrfach. Ich verstehe diese Unsicherheit, verstehe das zu 100%. Daher, wenn du Angst hast, teste einfach. Teste deine Sauerstoffsättigung im Blut. Aus dem einfachen Grund, selbst wenn man die Atemschutzmaske oder wenn die Atemschutzmaske den Sauerstoffgehalt nicht reduziert, verunsichert dich trotzdem das Tragen und du fühlst dich schlecht dabei. Und wenn sie es tut, na, dann kannst du dir sicher sein, dass durch die Maske eben du weniger Sauerstoff bekommst. Ganz nebenbei macht es durchaus mal Sinn, seine Sauerstoffsättigung generell im Blut mal testen zu lassen. Denn eine niedrige Sättigung im Blut schadet schleichend Stück für Stück die Organe, ohne dass man es merkt und auch zuordnen kann, weil ja, die Symptome einer zu geringen Sauerstoffsättigung im Blut, die sind eher diffus, sowas wie Kältegefühl, Hitzegefühl oder ja, Schmerzen in der Brust oder Kurzatmigkeit, das kann viel bedeuten und das kann mit vielen Krankheiten assoziiert sein. Daher, wenn du dir unsicher bist, hör auf zu diskutieren A und B, ne? Und nur dann, wenn du dir unsicher bist, ganz wichtig, also ich animiere nicht, dass ich jetzt jeder so ein Gerät kaufen soll, sind zwar nicht teuer, aber trotzdem, wenn du dir unsicher bist, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, wenn du dir, weil ich sag das nur, eigentlich gar nichts davon, sich ständig testen zu lassen. Aber wenn man bereits unsicher ist, dann erleidet man Stress. Dazu kommt bald auch ein Video, wo ich dir erkläre, wie du toxischen Stress von gesunden Stress unterscheidest und welche Rolle, welche immense Rolle dabei Unsicherheit spielt. Ja? Also wenn du unsicher bist, empfehle ich diesen Menschen, kauf dir dieses Gerät, ich habe das unten verlinkt, und miss deine Sauerstoffsättigung. Und dann weißt du, ob du genug Sauerstoff bekommst durch die Maske. Der Normalwert der Sauerstoffsättigung, das kann ich dir ja sagen, der liegt bei 94-98%. Ich habe dir ein zuverlässiges Gerät unten in der Infobox verlinkt und dann kannst du einen Haken dahinter machen, ne, ob du zu wenig Sauerstoff durch die Maske bekommst und ja, die Politik oder die Menschheit, die Gesellschaft dir schadet. Also viele haben ja so diese Gedanken, die sehr destruktiv sind für einen selber und damit kannst du sagen, okay, ich trage die Maske. Ist zwar lästig, aber ich habe keine gesundheitlichen Bedenken. Zumindest, da sind wir jetzt an dem Punkt, durch fehlenden Sauerstoff. Ja? Okay, natürlich hat das Thema Atemschutzmaske noch andere Facetten, wie Schutz anderer, aber auch Keimbildung, psychischer Stress, Verhinderung natürlicher Immunität und noch vieles mehr. Ja? Aber man kann auch nicht immer alles sofort erschlagen. Aber das Thema Sauerstoffmangel, also keine Luft zu bekommen,
Das ist wohl das Polarisierendste und damit kannst du wirklich einen Haken da hinten machen. Also teste das einfach, wenn du dir unsicher bist und vertraue nicht auf Leute, die es getestet haben oder auf den Experten oder auf den Experten. Mach es einfach und ja, genau. Aber wenn wir schon beim Atmen sind, dann möchte ich dir auch unbedingt noch zwei Tipps zum richtigen Atmen geben, bevor ich am Ende noch etwas zur Lungengesundheit sage und ja, auch was das mit dem Tragen der Maske auch vielleicht zu tun haben könnte. Kommen wir am Ende noch dazu. Also, wir können ja durch den Mund und durch die Nase einatmen. Das Einatmen durch die Nase stimuliert anders als das Einatmen durch den Mund die Freisetzung von Hormonen, was dazu beiträgt, lebenswichtige Funktionen wie den Blutdruck zu regulieren und andere Ausgleichsmechanismen im Körper. Das wissen manche nicht. Also Nase einatmen und Mund einatmen. Hormone werden anders gesteuert, nur durch die Atmung. Der Körper unterscheidet ganz klar, ob du durch die Nase oder ob du durch den Mund einatmest. Weil Einatmen durch die Nase einfach mit weniger Stress verbunden ist. Und das ist sehr wichtig. Und da ist es vor allem wichtig, dass du natürlich, wenn du dem Körper Stressfreiheit suggerierst oder suggerieren möchtest, so viel wie möglich durch die Nase einzuatmen und dann durch den Mund ausatmen. Gerade in stressigen Zeiten wird es einfach vergessen. Aber das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Nichts ist wichtiger als dein Atem. Also wenn du nicht gerade von einem Tiger wegrennst oder dem Ordnungsamt und du realisierst, dass du gerade ständig durch den Mund einatmest, dann komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe. Komm wieder in deine Balance und atme durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Damit zeigst du dem Körper, alles ist gut, es gibt keinen Grund für Stress. Zweite wichtige Grundregel. Wenn du einatmest, dann sollte sich dein Bauch nach außen wölben. Ja, klingt logisch, Luft geht rein, Bauch nach draußen. Aber du würdest überrascht sein, wie viele einatmen und der Bauch, der geht nach innen, weil er sich anspannt oder bleibt gleich. Es ist ganz wichtig, sich eine gesunde Zwerchfellatmung anzueignen. Achte so häufig es geht auf deinen Bauch, dass er sich nach außen wölbt beim Einatmen und nach innen beim Ausatmen. Diese zwei Sachen, konsequent umgesetzt, können auch schon dazu beitragen, deine Sauerstoffsättigung zu erhöhen. Die Erfolge kannst du, wie gesagt, mit dem verlinkten Pulsoximeter, so heißt das Gerät, wunderbar messen. Kommen wir am Ende nochmal zurück zu den Masken. Die Grundlage für die Theorie, dass man einen Sauerstoffmangel bekommt, ist, dass es schwerer für uns ist, durch die Maske zu atmen als ohne sie. Das, was man dem entgegenstellt, ist, ja, die Lunge arbeitet dann einfach stärker. Weil natürlich ist es offensichtlich, dass wenn wir etwas vom Mund haben, wir nicht so einfach atmen können und dadurch, wenn wir normal weiteratmen wie bisher, weniger Sauerstoff bekommen. Aber die Theorie, wo ich eigentlich jetzt gar nicht groß diskutieren wollte, ist halt eben, die Lunge arbeitet einfach stärker und zieht durch die Maske mehr Sauerstoff, so dass es wieder ganz normal in seinem Bereich, ja, in dem Normalbereich ist. Wird eigentlich auch von niemandem bestritten, was ich so bisher gelesen habe. Daher kann ich dieses Faktum, glaube ich, auch hier neutral nennen, ohne dass ich Angst haben muss, dass sich die Leute die Köpfe einschlagen. Nun kann man sagen, das ist negativ, da die Lunge wie jedes andere Organ nur eine gewisse interne Lebenszeit hat und man sie quasi unnötig verbraucht. Also muss unnötig arbeiten. Schade drum. Das könnte man auf der einen Seite sagen und damit wieder Maske ist negativ. Oder man folgt, wenn man eh schon eine Maske tragen muss, durch Gesetze und so weiter, da versucht man einen positiven Glaubenssatz zu etablieren, dass die Lunge durch Training gestärkt wird. Also auch bei diesem unwiderlegbaren Fakt, dass es mit der Maske mehr Arbeit für die Lunge ist, kann man durchaus etwas Positives abgewinnen und muss nicht nur in der Negativität verweilen. Ist doch schön. Bitte postet keine Links zu Maskentragen ist schädlich oder Maskentragen ist wichtig in die Kommentare. Ich möchte die Diskussion hier tatsächlich nicht haben. Ich möchte keinen unnötigen Streit unter meinen Videos und
eher den Fokus auf Problemlösung legen. Ich biete Lösungen für ein entspanntes und gesünderes Leben. Und ja, das kannst du haben, indem du zum einen darauf achtest, richtig zu atmen, ganz, ganz wichtig für alle. Und zum anderen, wenn du dir unsicher bist, dann verunsichere dich nicht weiter, sondern prüfe mittels des Pulsoximeters nach, ob deine Sauerstoffsättigung gut ist. Und du kannst sie vor der Maske, kannst du das messen. Du kannst die Maske tragen und mal nach ein, zwei Stunden messen. Du kannst generell sie mal eine Woche keine Maske tragen, eine Woche Maske tragen. Du kannst da experimentieren und generell mal deinen, hat er ja schon gesagt, ganz wichtig, wenigstens mal hin und wieder mal zu schauen, Sauerstoffsättigung, alles gut. Bei den meisten wird das okay sein, bei manchen aber nicht. Und das deutet dann halt eventuell auf Krankheiten hin. Ja. Es sind medial schwer überschaubare Zeiten. Aber das bedeutet, du musst ein Stück mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und so hat die Corona-Krise auch etwas Positives. Alles Liebe, willkommen im Leben, dein Samu.